Denn Reich Brand heißt nicht umsonst Reich Brand, denn es ist reich an Kultur, vor allem ganz reich an Heimat- und Traukultur. Und genau diese Kultur gehört zu einer Stadt, welche sich anschickt, 2025 europäische Kulturhauptstadt werden zu wollen. Doch der Braukultur und hier insbesondere dem großen, reichen Brander Braumeister Jürgen Berg ist es zu verdanken, dass aus dem ehemaligen Frühlingsfest das geworden ist, weshalb seit Jahren in einer Ehe sind 25 Jahre die Silberhochzeit. Doch wer ist eigentlich der Partner des Weinbaus? Wer ist der Organisator dieses herausragenden Festes? Meine Damen und Herren, ohne die zahlreichen, ausschließlich ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer eines kleinen, aber äußerst hochwirksamen Vereins würden wir heute und auch in den vergangenen 25 Jahren nicht hier stehen und dieses Heimatfest der Extraklasse feiern. Und wie jeder Verein lebt auch dieser Verein von echten Menschen, von fleißigen Helfern, welche seit Monaten und Wochen und teilweise über Jahre bis zur Selbstaufgabe dieses Fest hier vorbereiten. Und stellvertretend sind hier die Vorsitzenden, begrüßen Sie Sabine Effenberger mit ihrem Mann Gertrin, sowie die Mitglieder des Vorstands Ramona Kubka, sowie Petra und Gerhard Wettich, die in Person das hier massiv mit verantwortet haben. Tausend Dank an euch, wie ihr das hier gemacht habt. Denn hier kommt, ihr kämpft den Männer mit dem Bau, denn seit Jahren engagiert ihr euch hier für diesen tollen Ort und leistet einen unvergleichlichen Beitrag dafür, dass der Zuzug, die Lust auf Zuzug hier zu uns nach Reichenbrand ungebrochen groß ist. Durch euch wissen auch Generationen wie ich, die Jüngeren, worum es in Reichenbrand geht, mit eurem Land. André Kuhle, der heute hier unglaubliches leistet und sogar hier im Biermarkt selbst hinter dem Dresden steht, deshalb ist dieses Vereinsfest heute so gültig. Ja, meine Damen und Herren, während wir heute feiern, kämpfen auch ganz sehr stolz, dass wir Reichenbrander so sehr helfen. Hier im Gast, im Haus des Gastes der Reichenbrand leben jetzt 13 ukrainische Frauen mit ihren Kindern, die heute alle, wirklich alle hier eingebunden sind ins Fest. Und ich begrüße auch Thomas Pfeiffer, ein echter. Ja, noch zu nach Grüner, Personen, die zu nah dran stehen, doch vielleicht etwas zurückzutreten, denn wenn ihr eine Krone macht, dann ist das selbst ein Netz. Es wird kräftig geschoben, kommandiert, ein Riesending, das wir bestimmt schon donnern. Das sind ja
Wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag.